Das Stadtentwicklungsprogramm Brautwiesenbogen. Ein neuer Stadtteilpark. Eine neue Schule. Energie aus regenerativen Quellen. Eine Fahrradstation am Verkehrsknoten. Verladegleise, Rampen und Lagerhallen des Güterbahnhofs sind seit 1993 funktionslos. Nach 150 Jahren endete das rege Be- und Entladen von Eisenbahnwaggons. Gelände und Güterschuppen fielen brach, die Natur eroberte Ladestraßen und Gleisschotter. Der Personentunnel zu den Bahnsteigen ist gleichzeitig Durchgang zur Südstadt. Er wirkt überdimensioniert und wenig einladend. In dem 350 Meter langen großen Güterschuppen und dem kleinen gegenüber baut sich die Freie Waldorfschule Görlitz ihre Schulgebäude mit Horträumen. Im Freien entstehen Schulgarten, Sportflächen und ein kleines Amphitheater. Auf knapp 2 Hektar des einstigen Güterbahnhofes gestaltet die Stadt Görlitz einen Stadtteilpark, um das Defizit an öffentlichen Parks und Spielplätzen zu mindern. Rund 8 Meter hoch liegt der Brautwiesenpark über dem gleichnamigen Platz. Dennoch gelingt es, 2 von 3 Zugängen barrierefrei herzurichten. Auch die unterschiedlichen Bodenbeläge sind Einladung für alle. Ob zu Fuß oder mit Rollstuhl, Rollator, Roller, Rad oder Kinderwagen. Wildkrautmischungen und naturnahe Pflanzungen sind Initialzündungen für künftige Vielfalt. Natürlich gibt es Orte zum Sitzen, Liegen und Entspannen. Aber auch Angebote für herausfordernde Aktivitäten wie Klettern, Fußball, Basketball oder Calisthenics. Kinder aller Altersgruppen finden im Brautwiesenpark ihre Herausforderungen. Fantasievolle Anregungen und für den Stadtteil ungewohnt viel Freiraum. Einige hundert Schaulustige lassen sich die feierliche Eröffnung im Juni 2022 nicht entgehen. Probieren die Spielgeräte und Trampoline oder messen sich beim Basketballwettkampf auf dem Ballspielfeld. Schnell ist der Brautwiesenpark zum Kommunikationspunkt, zum Treff- und Markenzeichen im Gebiet geworden. Etwa 100 Hinweise von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wurden in der Planungsphase eingesammelt und abgewogen. In einem vom Europäischen Sozialfonds geförderten Projekt erlebten die Kinder schließlich, wie ihre Wünsche mit Mitteln aus dem EFRE Wirklichkeit wurden. Die sportlichen Angebote sind heute oft ganztägig umlagert. Ballspiele in den Innenhöfen undenkbar, werden hier begeistert betrieben. Aus erneuerbaren Quellen und vor Ort Wärme zu produzieren, das ist das Ziel. Im Energieeffizienzquartier sind Holzpellets und Sonnenwärme die Basis für ein Nahwärmenetz. Sichere und wettergeschützte Radparkplätze verlocken Berufspendler oder Gäste, den Zug mit dem Fahrrad zu kombinieren.
Mit Spielplatz, Sportfeld, Werkstätten und Garten sowie einem außergewöhnlichen Schulgebäude hat die Waldorfschule beste Voraussetzungen für ihr pädagogisches Konzept. Der Brautwiesenpark bietet noch Raum für neue Ideen. Er ist Ausgangspunkt für Verbindungen zum Helenenbad und zur Erholungslandschaft nordwestlich von Görlitz. Mit Hilfe europäischer Fördermittel, vor allem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE, wird der Wandel der westlichen Innenstadt möglich, hin zu einem lebendigen Stadtteil.